Places to go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Places to go, dem Podcast von Placey. Heute geht's nach New York und wie immer bekommt ihr hier bei uns in unter 10 Minuten gute Reisetipps auf den Punkt. Mein Name ist Katrin Sander. Und ich bin Inka Schmeling. Und Katrin und ich, wir sind die Gründerin von Placey, von dem Reiseportal, das es euch ganz einfach, ganz lazy macht, eure Reise vorzubereiten. Probiert es gerne aus auf placey.travel. Da könnt ihr euch für verschiedene Reiseziele euren ganz persönlichen Travel Guide erstellen. Jetzt gibt's Placey auch als Podcast. Und in dieser Episode, da möchten wir euch für New York City einen ersten Überblick als Orientierung geben auf die Frage, was sind eigentlich die wichtigsten Places to go und wie kommen wir da überhaupt hin? Die meisten von euch, die werden an einem der beiden großen Flughäfen der Stadt landen, JFK im Stadtteil Queens oder Newark in New Jersey. Wenn ihr bei eurer Flugauswahl die Wahl haben solltet, dann empfehlen wir den JFK-Flughafen, denn ja, von da kommt ihr einfach am leichtesten, am schnellsten und auch am günstigsten mit der U-Bahn in die Stadt. Ja, wo wir schon dabei sind, noch ein Wort zur New Yorker Subway. Das ist nicht nur eine der ältesten U-Bahnen der Welt, das Netz hier, das wurde bereits 1904 eröffnet, sondern auch eines der größten U-Bahn-Netze, die es gibt. Heißt also, du kommst hier echt immer sehr, sehr leicht mit der Subway von A nach B. Ja, und das raten wir dir auch, denn die Distanzen in New York, die können schnell lang werden. Also lieber zwischendurch auch einfach mal in die Subway setzen und da erlebt ihr dann auch so en passant, was diese Stadt so besonders macht. Nämlich, ja, dass hier Menschen aller Kulturen, aller Hautfarben, aller Religionszugehörigkeiten ja so ganz friedlich nebeneinander sitzen oder je nach Uhrzeit auch sich nebeneinander drängen. Und wenn ihr Glück habt, dann bekommt ihr in der Subway auch richtig gute Live-Musik zu hören, denn hier darf nicht jeder einfach irgendwie spielen. Die Bands, die werden eigens gecastet. Einmal im Jahr gibt's dafür eigene Auditions. Welche Viertel lohnen sich? Ja, wobei das alleine schon ein 5-Stunden-Podcast wäre, oder Inka? Ja, genau. Also für jeden Bezirk eine Stunde mindestens, würde ich sagen. Vielleicht mal so viel als Orientierung. Also es gibt 5 verschiedene Bezirke in New York. Manhattan, die Bronx, Queens, Brooklyn und Staten Island. Und ja, von diesen Bezirken muss man echt sagen, da ist eigentlich jeder Stadt in sich. Also alleine Queens hat über 2,3 Millionen EinwohnerInnen, Brooklyn fast 2,7 Millionen. Ja, dann beschränken wir uns am besten mal darauf, euch in jedem dieser Bezirke ein Highlight rauszupicken. Und ich fange gleich mal an mit Bushwick in Brooklyn. Früher war das ein Viertel, in dem sehr viele deutsche Einwohnerinnen lebten, in dem es auch ganz viele Brauereien gab. Dann gab es aber eine Zeit, in der diese Gegend echt ganz schön runtergekommen ist. Das war nicht so empfehlenswert, da rumzulaufen. Das ist jetzt vorbei, hat sich deutlich gebessert und Bushwick ist heute die größte Street-Art-Galerie der Stadt. Ihr findet da auch echt viele nette Restaurants rund um die Wyckoff Avenue und die Troutman und Star Street. Das schreiben wir euch aber auch nochmal alles genau in unsere Shownotes. Dann mache ich mal weiter in Queens. Was ich da wirklich empfehlen kann, das ist ein Besuch in den früheren Astoria-Filmstudios. Da findet ihr heute nämlich das Museum of the Moving Image und da gibt es echt immer super spannende Ausstellungen, klar, rund um das Thema Film. Also wirklich für alle CineastInnen unter euch ein echter Place to go. Machen wir weiter mit Staten Island und da ist es besonders schön, einfach hinzufahren. Die Staten Island Ferry, die geht los an der Südspitze von Manhattan beim Whitehall Terminal. Die Fahrt dauert gar nicht so lange, gute 20 Minuten. Und unterwegs, da hast du eben echt grandiose Blicke auf die Skyline von Manhattan und auf Lady Liberty, die Freiheitsstatue. Und das Ganze kostet nichts. In der Bronx, da können wir euch sehr das wahre Little Italy von New York empfehlen. Also vergesst die Touri-Variante in Manhattan. Das hier ist wirklich euer Place to go und zwar rund um die Arthur Avenue. Da gibt's tolle Restaurants und Cafés, sogar eine italienische Markthalle, Feinkostläden. Und was besonders charmant ist, dass die meisten Läden wirklich noch so richtige Familienbetriebe sind. Und jetzt
Kommen wir nach Manhattan. Das ist natürlich jetzt eine Stadt für sich mit zig spannenden Vierteln. Ganz viele werdet ihr schon kennen, da werdet ihr schon ein Bild im Kopf haben. Da ist das East Village, das Greenwich Village, die Upper East Side, die Upper West Side und natürlich Midtown. Aber es gibt ein Viertel, das wir euch echt ans Herz legen können und das ihr vielleicht noch nicht kennt, weil es nämlich relativ neu ist. Und das sind die Hudson Yards. Hudson Yards, das ist ein Viertel, das ganz an der Westseite von Manhattan liegt, zwischen der 30. und der 43. Straße. Und hier wurden die ersten Gebäude 2019 fertiggestellt. Inzwischen kannst du hier zum Beispiel von der Aussichtsplattform The Edge aus 335 Metern Höhe auf die Stadt schauen. Das ist schon ordentlich, 335 Meter. Nichts für Menschen mit Höhenangst. Nee, also und es ist ja nicht nur das. Du kannst nicht nur runterschauen, du kannst von da aus auch auf die Spitze des Hauses klettern. Natürlich bist du dann gesichert mit einem Gurt und kannst dich dann ganz oben über The Edge lehnen und hast, ja, einen tollen Blick, aber auch noch ganz schön Nervenkitzel. Also meins wäre es nicht. Ich würde da eher passen und stattdessen was deutlich Entspannteres machen, nämlich einen netten Spaziergang von Hudson Yards aus auf der Highline bis zum Meatpacking District. Das sind gute 2,5 Kilometer und man läuft ganz, ganz entspannt 7,5 Meter über der Straße, nicht diese 335. Und man läuft da auf so einer einstigen Güterzugtrasse. Die ist inzwischen richtig schön begrünt. Lohnen sich eigentlich die Klassiker? Die Freiheitsstatue, das Empire State Building, die Wall Street? Ist eine schwierige Frage und ist natürlich auch Geschmackssache. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, wenn du dich für die Klassiker interessierst, dann solltest du dir den New York Pass anschauen. Der Link kommt in unsere Shownotes. Damit sparst du nämlich wirklich ordentlich was bei vielen Eintritten. Und das Empire State Building würden wir sagen, ganz klar ja. Dazu haben wir auch eine eigene Episode aufgenommen. Hör da gern mal rein. Was in New York aber wirklich, finde ich, ganz, ganz weit oben auf der Sightseeing-Liste stehen sollte, das sind die Kunstmuseen. Die sind echt einfach einsame Spitze. Über das große Metropolitan Museum of Art, da haben wir ja auch eine eigene Podcast-Episode gemacht. Aber dann gibt's natürlich auch noch das MoMA, also das Museum of Modern Art. Dann seinen Ableger PS1 in Queens. Das Guggenheim-Museum. Was ich auch richtig cool finde, ist das Whitney Museum of American Art. Das findest du am Ende der Highline und ja, da siehst du eben Werke von amerikanischen KünstlerInnen, immer auch aktuelle Ausstellungen, aber eben auch so Klassiker wie Edward Hopper oder Roy Lichtenstein. Ja, bleibt zum Schluss noch eine nicht ganz unwichtige Frage, nämlich wie schafft man es eigentlich in New York City so halbwegs im Reisebudget zu bleiben? Ich würde sagen, kaum. Ja, ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber ein paar Spartipps, die können wir euch mit auf den Weg geben. Den New York Pass haben wir eben schon genannt, auch die Staten Island Ferry. Außerdem checkt unbedingt mal die Webseiten der Museen, in die ihr gehen möchtet. Denn viele, die haben an bestimmten Wochentagen oder zu bestimmten Uhrzeiten, manchmal eher eben gegen Abend, freien Eintritt. Und im Sommer, da gibt es zum Beispiel im Bryant Park oder auch im Central Park viele Gratiskonzerte, die sich echt lohnen. Ja, die Parks, die sind ja eh eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, ne? Weil die sind ja per se kostenlos und oft auch schon eigene Sehenswürdigkeiten. Klar, der Central Park, dann die Highline, die haben wir euch ja auch schon empfohlen. Aber was ich zum Beispiel auch richtig cool finde, das ist Little Island, eine neue Insel, die sich die Stadt ja einfach mal so eben in den Hudson River gebaut hat. Dann unbedingt auch einen Spaziergang über die Brooklyn Bridge machen. Ist auch kostenfrei und am besten lauft ihr dann natürlich von Brooklyn rüber nach Manhattan. Da habt ihr dann den schönsten Blick auf die Skyline. Und falls ihr nicht alleine unterwegs sein wollt, sondern noch so einen Einblick von Locals haben möchtet, dann gibt's eine echt tolle Institution hier in New York und das sind die Big Apple Greeters. Das sind Ehrenamtliche, die dir eben gegen Spenden ihr eigenes Viertel zeigen. Und das ist eine richtig tolle Art, in diese Stadt, in das echte Leben hier ein bisschen tiefer einzutauchen und auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die New York eben besser kennen als alle, die hier, wer weiß wie oft, auch schon zu Gast waren. Ja, probiert das gerne aus. Link ist auch in den Shownotes. Und wir hoffen, mit diesen Basics konnten wir euch einen guten Überblick verschaffen. Und wenn das so ist, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da oder einen netten Kommentar auf eurer Podcast-Plattform und folgt uns natürlich auch gern. Dann lernt ihr mit uns noch viel, viel mehr Places to go kennen auf der ganzen Welt.